Nun war ich auch schon draußen. Mann, ich krieg's nicht mehr hin. Ich hätte so einen guten Start haben können. Verdammt. Das war, glaube ich, noch nicht zu viel. Hoffe ich zumindest. Schnell auf der Geraden. Ah, verdammt! Toll, du hast mir das Rennen ruiniert, du Arsch. Glücklich. Machen wir es eben anders. Ich hätte es schaffen können, aber er hat ja etwas anderes im Sinn. Soll er eben. So. Jetzt wählen wir extra einfach aus. Und dann kann ich euch gleich noch zeigen, wie ich die ganze noch geschafft habe. Okay, das wäre jetzt noch also zu KR. Das ist
glaube ich, rückwärts. Und jetzt möchte ich noch zeigen, wie das geht, wenn man niemanden berührt. Ich möchte auch wissen, was ich da freischalte. So lief gerne am. Ja, gut, schon mal neu. Nochmal von vorne. Jetzt hätte ich fast schon wieder neu starten müssen bei der. Aber nur fast. Jetzt kann ich neu starten. Der andere ist fast in mich reingedonnert. So, perfekter Start. Und das ist schon nicht mehr perfekt. Meine Fresse, ich kann es einfach nicht. Jetzt kurz. Viel zu viel Kontakt jedes Mal. Das tut man nicht alles, um zu viel freizuschalten. Beziehungsweise das Boot tot und so wie man es nochmal ist. Dasselbe Radar, Hollande, Soria. Ich finde es übrigens interessant, dass die Werksteams für zumindest Honda zum Teil mit 4 Fahrern gefahren sind. Normalerweise sind es ja 2. Manchmal 3, wenn man die Wildcard startet. Alle Gegner in einer Runde überholen ist die Gold-Auszeichnung für das Überholen. Wer hätte das gedacht? Ich habe mich nicht berührt. Mich sicher nicht. So, ja, diesmal kommt mir nicht in die Quere. Noch heil nach Hause fahren. Und tue ich schon mal nicht. Super! Kaum bin ich vorne, mache ich so einen Fehler. Ganz toll. Manchmal könnte ich mich echt schlagen. Solche Sachen. Also nochmal. Keine Ahnung, ob das schon zulässig war. Ich gehe lieber auf Nummer sicher und starte nochmal. Start wieder mit Händen. Langsam echt
fragen, wie ich sonst die erste Kurve fahren will, wenn ich jetzt mal solche scheiß Fehler einbaue. Er hat übrigens auch ein Rennen gewonnen bei den 500. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe mich nicht berührt. Sicher nicht. Ach ja, das MotoGP-Rennen letzte Woche in Jerez. Na, wer hat gewonnen? Der alte Sack hat gewonnen. Da habe ich mich richtig gefreut darüber. Bla bla bla, er wäre zu alt, 37 ist zu langsam, bla bla. Ich glaube, am Ende gewinnt doch die doch noch nicht. Gut, ist nun Rennen. Sollte er die Meisterschaft noch gewinnen, dann wäre die endgültig die absolute Legende. Obwohl es an Rossis Karriere sowieso überhaupt nichts zu bemängeln gibt, aus vielleicht ein Gatti-Jahr. Danach wird es schon schwierig. Jetzt einfach nur noch auf der Strecke bleiben. Sollte ja gehen, habe ich auch schon geschafft. Die Challenge war übrigens 8 Runden ohne Fehler draußen zu bleiben und zu fahren. Und jeweils immer 2 Zehen zu fahren. Das habe ich so geschafft. Gut, oder? Paul Ricard wird wahrscheinlich auch 8 Runden lang sein, glaube ich. Ich habe zumindest keinen Zeitdruck mehr. Ich muss keine 2:10 fahren. Auf der Strecke bleiben. Gut, auch nicht so einfach. Hier noch am Bremsen. So, das sollte gereicht haben. Hoffe ich doch. Ich hoffe, jetzt habe ich den Crivier nicht berührt, dann sollte das eigentlich gut sein, könnte ich jetzt wählen.